Diese Aktie wird leider um bis zu 30% fallen. Ich möchte dir meine Hintergründe dazu ganz einfach und detailliert erklären. Das wird ein super schnelles und einfaches Video, versprochen, weil sonst fühle ich mich wie Dirk Müller und das ist mega uncool. Wenn du auf jeden Fall neu bist auf meinem Kanal, lass mir gerne mal ein Abo da, wenn du keins meiner spannenden Videos mehr verpassen möchtest. Wir sprechen heute über Freenet und jetzt nicht wegschalten, es wird ein mega spannendes Video, weil du da einfach echt viel mitnehmen kannst. Wir schauen uns jetzt gemeinsam den KGV-Chart an und da sieht man, im Juni, Juli waren wir ungefähr bei 7,4er KGV und das ist günstig bewertet, wohlgemerkt. Und jetzt sind wir aktuell bei 11,36, also es hat sich dort einiges getan und das sehen wir dann auch gleich im Chart drinnen. Zunächst schauen wir uns aber auch mal ganz kurz den Umsatz an. Also beim Umsatz tut sich nicht viel, also da steht einfach Freenet an, also da passiert nicht mehr viel. Der Gewinn pro Aktie verbessert sich immer ein paar Cent, also da wird sich auch nicht viel tun. Was sich aber wirklich viel getan hat, das sieht man hier, die Nettoverschuldung ist stark zurückgegangen. Die haben ja die Position von Sunrise letztes Jahr richtig, richtig gut verkauft und die haben ja noch ein Aktienrückkaufprogramm am Laufen. Das soll man einfach mal von Freenet gewusst haben. Jetzt wird es aber richtig spannend. Wie gesagt, das ist ein super kurzes Video, aber du kannst sehr, sehr viel davon mitnehmen. Wir schauen uns jetzt die letzten paar Wochen und Monate an. Eigentlich erst seit März ist richtig krass rundgegangen. Wir haben hier einen Aktienkurs von 18 Euro gehabt und jetzt stehen wir bei 23 Euro. Ich habe ja relativ lange schon gesagt, das wird genau passieren. Wieso wird das passieren? Das sieht man hier. In ungefähr, ja, Mai ist losgegangen, diese ganzen Aktienkäufe. Ich zoome jetzt da mal etwas ran. Seht ihr das? Da ist nämlich auch in Deutschland so ein bisschen bekannt worden, hey, boah, bei Freenet gibt es ja 1,65 € Dividende. Das waren zum damaligen Kurs von 20 Euro ungefähr über 8% Dividendenrendite. Darauf fahren die Deutschen extremst ab. Da gibt es ganz viele Dividendenjäger, die wo das dann sehen und steigen ein. Und das war meine Spekulation drauf. Ich habe das die Jahre über, weil ich seit 2012 an der Börse bin, immer wieder miterlebt. Und das war meine Spekulation da drauf. Wohlgemerkt Spekulation, aber ich war mir ziemlich sicher, dass das wieder so passieren wird. Deswegen habe ich auch Freenet richtig, richtig stark übergewichtet. Wir sind hier im RSI voll am Anschlag im übergekauften Bereich bei 80 mittlerweile fast. Ich sag mal, ein, zwei, drei Tage geht das Ganze noch gut. Wir werden vielleicht einen Kurs von über 23 Euro sehen. Das war ja auch so mein Ziel, 23 bis 24 Euro vor der HV. Bei der HV wird er dann ex-Dividende gehandelt. Das heißt einfach, beim Aktienkurs wird automatisch 1,65 € abgezogen. Das wird aber nicht reichen. Ich sag tatsächlich, wir werden bei Freenet Kurse um 18 Euro und tiefer sehen nach der HV, ungefähr 2, 3, 4 Wochen später, weil dann wieder jeder checkt so, okay, verkaufen wir die Aktie, weil jetzt haben wir die Dividende erhalten. Es ist immer so gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich dieses Mal auch wieder so passieren wird. Ich habe auf jeden Fall meine Anteile schon verkauft. Deswegen, also ich habe da wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Plus eingefahren. Ich habe auch über 1000 Stück gehabt, also in unserem Trader-Depot, das verlinke ich da oben, waren ja um die 200 30 Stück oder was drinnen, aber ich habe das auch im Privatdepot ganz stark gewichtet gehabt. Und wenn wir uns ganz kurz nochmal das letzte Jahr komplett anschauen, also ihr habt da eine wirklich lange Durststrecke hinnehmen müssen und zwar wirklich von Mitte August weg bis hier im März rein. Und das war gar nicht so einfach. Viele andere haben in der Zeit eine richtig, richtig gute Rendite erwirtschaftet. Ich habe einfach wirklich warten müssen, die Geduld hat sich ausgezahlt und jetzt habe ich einfach wirklich Kasse gemacht. Das war richtig, richtig stark und ich bin gespannt, ob es wirklich so kommen wird. Es ist nur eine Vermutung, aber ich sage, dass ich recht haben werde. Deswegen unbedingt hier den Kanal abonnieren, wenn du keines meiner spannenden Videos mehr verpassen möchtest. Möchtest du mich ein bisschen unterstützen hier auf meinem Kanal? Unten in der Videobeschreibung sind wie immer die Links drinnen für deine neue Depoteröffnung.